Element oder in den Kurzgeschichten, in denen es darum geht, dass oppositionellen Jugendlichen in der DDR grundsätzlich verboten wurde, zu den Weltjugendfestspielen zu fahren, wie sie von der Volkspolizei mit Hunden im Zug zurückgeleitet wurden, dann frage ich dich, wie kannst du das hier als Sozialismus rechtfertigen, wo viele, gerade Ältere, hier sind, die, ich möchte das kurz zu Ende führen, die sich ganz stark daran erinnern fühlen, dass das Faschismus war. Und dass deswegen, als jetzt vor zwei Wochen und auch heute demonstriert wurde gegen den Bau des Atomkraftwerks in Brockdorf, der Bau dieser hohen 3 Meter großen Mauer, die um das gesamte Gelände gezogen wurde, das von westdeutschen Polizisten geschützt wurde, abwechselnd von der Bevölkerung gerufen wurde, Bullen weg oder Fokus weg. Diese Identität zieht die Bevölkerung in der Bundesrepublik. Und meiner Ansicht nach kann man das, was in der DDR ist, nicht mehr mit Sozialismus rechtfertigen, sondern muss es beim Namen nennen, was es ist. Es ist ein faschistischer Staat rückwärts. Ich hoffe sehr, dass alles, was diese Frau gesagt hat, deutlich zu hören war. Es war ein reaktionärer Unsinn in meinen Augen. Diese Pfiffe sind für mich willkommene Begleitmusik. Ihr müsst noch etwas lauter werden.